Er gab zusammen mit der Reifenübung von Alexandra Timoschenko. Alexandra werden wir später noch sehen, so hoffe ich, wenn das mit dem Radrennen und der rhythmischen Sportgymnastik einigermaßen aufgeht. Und nun Lenker, nein, ich glaube, wir sind noch bei der Schwedin Sofia Hetman. Sie ist auch schon eine erfahrene Gymnastin, war dabei bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, skandinavische Meisterin, 18 Jahre aus Da kratzt es mit der Musik nicht. Oh, ein kleiner Fehler in der Organisation. Kann schon mal passieren. Falsches Band, möglicherweise. Okay. Hoffentlich muss ich nicht so lange da stehen. Gewichtselement, allerdings festgehalten. Die Spitzengymnastinnen bringen das dann ohne ihr Bein festzuhalten und es bleibt trotzdem oben. Ist die Europahalle hoch genug für die höchsten Würfe? Ja, die ist schon hoch, nur fürs Band ist es kritisch. Vielleicht sieht man das irgendwann mal in einer Einstellung. Ja. Oben hat es genügend Gestänge, an denen die Bänder dann im Training schon öfters mal hängen geblieben sind. Ja, ja. Genau, da sind die. Regie hat mitgehört. Wie hoch sind denn, Karin, so die höchsten Würfe? Schon so fast 8 das Meter? Das hängt von der Halle ab. Ja. Ich bin mir sicher, dass die noch höher werfen könnten, wenn sie wollten.